Hey Leute, Martin hier. Willkommen zurück zu Lemmings. Und dieses Level ist echt nicht so kompliziert, wie es aussieht. Einfach ein Blocker. Ich weiß nicht, warum wir 20 von allen Sachen hier kriegen, aber das ist ein kleiner Witz. Auch dieses Level müssen wir irgendwann nochmal machen, aber trotzdem, das hier ist, ja. Fangen wir den Tag halt mal mit einem echten, leichten Level an. Warum auch nicht? Ich mag's, wenn Level leicht sind. Das macht mir leichter. Ja, wir jagen den hier nochmal eben schnell in die Luft. Und das war's dann auch schon. Jo. Solange wir es nur versuchen. Was ich mache ist, ich werde hier klicken und den ersten einen Blocker machen. Denn wir müssen hier uns durchgraben, aber es werden Lemminge zurücklaufen und sie werden hier reinlaufen. Und das sind Fallen. Sie werden die Lemminge aufschreddern und das wollen wir nicht. Und deswegen haben wir den ersten hier einen Blocker gemacht, sodass er die Lemminge aufhält, bevor sie in die Falle laufen. Und das war's auch schon. Mehr gibt's nicht zu tun. Dieses Level finde ich ziemlich cool. Denn es macht sich zum Eigen, dass es Lemminge immer wieder schaffen, über den kleinen Stumpf zu laufen, wenn ein Lemming anfängt zu graben. Ihr habt gesehen, ich habe den ersten graben lassen, aber der zweite ist immer noch hier rüber gelaufen, was aber schon ganz gut ist, denn dann kann er hier als Blocker dienen. Anschließend erhöht man einfach die Release Rate auf 99 und sie sind alle hier drin versammelt und werden sich runtergraben. Einige werden nach links laufen und zum Ziel, einige werden nach rechts laufen, aber das macht nichts, denn hier steht ja ein Blocker, der die Lemmings aufhält. Und ja, dieses Level gefällt mir wirklich gut. Schaffen es die Lemmings zuerst ins Ziel oder fliegt er zuerst in die Luft? Einfach so ungefähr gleichzeitig. Fast. Ja, was haben wir hier? Wir haben eine Wand mit Pfeilen. Was kann das nur bedeuten? Nun, das bedeutet, dass die Lemminge nur nach links graben können, in die Richtung, in die die Pfeile zeigen. Wir werden außerdem dem Stahl vorgestellt. Stahl ist ja sehr hart und kann von keiner Grabaufgabe irgendwie beschädigt werden, denn wir werden es jetzt sehen, wir jagen den Blocker in die Luft. Normalerweise hinterlässt er ja so einen kleinen Krater, aber in diesem Fall nichts. Ja, Stahl ist einfach einer unserer größten Feinde in diesem Spiel. Und das Lied, das im Hintergrund läuft, ist auch ein Public Domain Song, das heißt irgendwie How much is that doggy in the window? Also, grob übersetzt, wie viel kostet der Hund in diesem Schaufenster? Ich weiß, es ist ein sehr lustiger Titel, aber ja. Und während diese lange Schlange ins Ziel läuft, wird unser kleiner Arbeiter hier die Wand hochklettern. Aber wir haben ihm ja die Aufgabe des Kletterers und des Floaters zugeteilt, sodass er jetzt als Athlete gilt. Also er kann beide Sachen gleichzeitig. Lemmings, die mehrere Sachen auf einmal machen, und das ist in diesem Fall nur Klettern und Fliegen, heißen Athletes. Und unser Athlete hat das Ziel erreicht. Gute Arbeit, Athlete. So ein cooles Level. Und die Musik ist so geil. Ich liebe sie so sehr. Ja, wir müssen natürlich einen Blocker hier hinstellen, damit die Lemminge nicht in den Abgrund rennen. Und dann graben. Anschließend
warten wir hier unten auf den Bilder. Oder auf den ersten, der hier rausfliegt, um ihn zu einem Bilder zu machen. Und ich denke, brauchen wir ein oder zwei Punkte? Ich glaube, wir brauchen zwei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, wir brauchen die... Nein! So, jetzt klettern sie rüber. Ja, jetzt habt ihr gesehen, das wird uns auch nochmal oft zum Verhängnis werden, dass in so echt zusammengestauchten Gruppen es schwer ist zu sehen, welcher Lemming nach links oder nach rechts geht. Und da wird das Herausbauen mit einer Brücke ziemlich schwer. Aber das hier war noch nicht so schwer. Es wird noch schwieriger, glaub ich. We all fall down. Wir schauen uns das Level mal an. Ihr seht, es ist eine, eine Plattform. Die Lemmings kommen hier und würden hier runterfallen. Aber das hier ist Splathöhe. Und wenn wir jetzt also einen Digger benutzen, dann fallen sie hier unten runter und hier unten ist keine Splathöhe. Das müssen wir also mit jedem Lemming, der in dieses Level kommt, machen, damit er nicht zersplattert. Es gibt eine CD-Version von Lemmings, dort wurde die Splathöhe ein bisschen herabgesetzt, glaube ich, sodass die Lemmings hier runterlaufen können, ohne auf dem Boden aufzuklatschen. Das ist natürlich hier nicht der Fall, denn ich spiele die DOS-Version, aber ja. Außerdem seht ihr, wir haben 20 Diggers. Und dieses Level wird in jedem Schwierigkeitsgrad einmal vorkommen. Einmal mit 20, dann mit 40, 60 und 80 Lemmings. Und wir müssen jedes Mal alle retten. Und ihr seht, die ist nicht so lang, die Plattform. Und wenn 80 Lemmings hier sind, dann muss man schon ein bisschen graben. So, die Release Rate ist auf 1. Das ist mir ein bisschen zu niedrig. Ich stelle sie mal so auf 69. Ja, das ist doch super. Und dann lassen wir es nochmal rauskommen. Und anfangen zu laufen. Ja, das ist ein Tempo, das kann ich definitiv handeln. Und jetzt warten wir, bis sie das Ende erreicht haben. Also, wie gesagt, wir müssen jetzt jeden Lemming graben, denn wir müssen 100% retten in diesem Level. Und das schaffen wir halt nur, wenn alle überleben. Ist klar, ne? 100% macht irgendwie Sinn. Muss ich eigentlich nicht groß erläutern. So. Mir gefällt übrigens dieser Stil sehr gut, dieses höllische. Das finde ich besonders cool. Und dann graben wir. Und graben und graben. Ja. Und wenn wir den linken Rand erreicht haben, ich habe jetzt gerade mit meiner Maus hier ein bisschen wenig Platz, dann gehen wir hier zurück und... Das war's. Oh nein, ich habe was übrig gelassen. Das wäre perfekt gewesen. Aber ihr seht, das waren jetzt 20 Lemmings. Und der Rest muss noch für 60 Lemmings im späteren Spielverlauf reichen. Da kommt so einiges auf uns zu, Freunde. Da kommt so einiges auf uns zu. Auch dieses Level gefällt mir besonders gut. Und das Lied im Hintergrund, naja, es ist ein Mozart-Song, Rondo alla Turca oder so heißt es, und ist ganz okay, würde ich mal sagen, aber nicht unbedingt das beste Lied in diesem Spiel. Was einem hier vielleicht auffällt, ist, dass, der Hintergrund so schwarz ist. Dieser Kontrast ist mir besonders in diesem Level sehr gut aufgefallen, als Kind zum ersten Mal. Tatsächlich gibt es in Lemmings keine Hintergründe. Alles, was ihr seht, ist fest im Vordergrund und kann von Lemmings, ja, bearbeitet werden oder als Hindernis dienen oder was weiß ich. Und das ist ein Punkt, der sehr wichtig ist in diesem Spiel. Und ansonsten hier haben wir halt unsere Arbeit jetzt, ist eigentlich klar, was wir machen müssen, ne? Wir bauen hier hoch und müssen das gleiche hier nochmal wiederholen und dann haben wir sie eigentlich auch schon gerettet. Ich finde auch das Wasser hier ziemlich cool, gelb und blau, schön.
dafür noch. Also der Farbkontrast in diesem Level gefällt mir besonders gut. Und auch wenn ich nicht der größte Mozart-Fan bin, das Lied ist auch so eine Art Ohrwurm. Ich kenne durchaus viele Leute, die dieses Lied mit, oder dieses Spiel mit diesem Lied in Verbindung bringen. Und das kann ich gut nachvollziehen. Es gibt aber auch noch andere Lieder, die man hört irgendwo und denkt, ist das nicht in Lemmings? Ja, das stimmt, das ist ein Public Domain Song. Also ein öffentlich zugänglicher Song, den man verwenden darf. So, oh, habe ich jetzt hier hoch genug gebaut? Nicht, dass ich jetzt gleich irgendwie noch... Ja, das müsste eigentlich passen. Ja, ja, das ist hoch genug. Okay, dann hören wir mal die Release Rate. Und schauen zu, wie der kleine Kerl sich tapfer durch die Wand gräbt und seinen Kumpan den Weg frei macht. Und da kommt die Masse. Ich denke mal, die Masse sollte es schaffen, bevor der Typ hier fertig ist mit Graben, oder? Ja, das wird auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall was. Und da laufen sie, unsere Lemmings. Ich werde irgendwann anfangen, wenn Lemmings vom Anfang des Levels bis zum Ende latschen müssen und das ein weiter Weg ist, werde ich anfangen, das rauszuschneiden. Weil das muss man ja nicht sehen. Und auch Bauarbeiten mit dem Bauer, wenn sie lange dauern. Aber das, dazu kommen wir erst später. Erstmal schauen wir zu, wie diese Lemmings hier ihren Weg schaffen. Da sind noch so Nachzügler. Aber die schaffen das schon. Die schaffen das schon. Die packen das. Ja. Das war's. Und dieses Level wird wohl das letzte Level sein, denn es ist ein sehr langes Level. Ihr seht, wir haben 8 Minuten Zeit. Holla die Waldfee. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das auch ein Public Domain Song ist. Ich glaube, dass es einer ist. Ja, wir machen hier einfach mal einen Blocker Trap. Also eine Falle, aus der die Lemmings nicht entkommen können. Und wir schicken einen Lemming voran, der die Arbeit macht. Ich glaube, das ist kein Public Domain Song. Ich glaube nicht. Muss ich nochmal nachgucken. Und wenn es einer ist, dann werde ich es euch beim nächsten Mal, wenn wir sie hören, werde ich euch aufklären, aber ich glaube, das ist ein originaler Lemmings-Song. Und auch einer der coolen, muss ich mal sagen. Ah, Lemmings hat viele coole Melodien, das muss man auf jeden Fall mal so loswerden. Okay, also, wir lassen diesen Typ hier durch diese drei ja, Level graben und sehen hier einen großen Abgrund. Und hier sehen wir so ein komisches, ja, was auch immer das ist, mit einem Seil. Das ist eine Falle, in der die Lemmings aufgehängt werden. Klingt brutal, ist es auch, aber naja. Gut, dann würde ich mal sagen, haben wir hier unseren ersten Fall von... Obwohl, muss ich das jetzt noch schneiden? Ich glaube, ich lasse es noch einmal laufen. Ich wollte gerade sagen, wir müssen so lange bauen. Da bringt es eigentlich nicht, das zu schneiden, aber... das mache ich jetzt. Da bringt es eigentlich nur was, wenn ich jetzt schneide. Aber ich lasse es jetzt. Jetzt sind wir auch schon fast drüber. Eine Brücke noch, dann haben wir diesen Abgrund geschafft. Und da müssen wir natürlich noch hier drüber bauen, damit nicht die Lemmings hier in diese Falle laufen. Man kann das ganz gut überprüfen. Also hier seht ihr, der ist jetzt darüber. Und wenn wir hier die Brücke gebaut haben, werde ich mal nach hinten gehen und die Kollegen befreien. So. Und dann gehen wir wieder hier hin. Denn es ist ein recht weiter Weg für die ganze Gruppe. Okay, und damit haben wir die Lücke geschlossen. Er hier baut noch seine Brücke zu Ende, während die ganze Truppe langsam, aber sicher sich Richtung Ziel bewegt. Und hier wird jetzt der erste Schritt angesetzt, denn diese Truppe braucht wirklich eine ganze Weile, bis sie da ankommt. Also,
nett. Und da sind sie, unsere kleinen Freunde. Sie haben es geschafft und wir haben es auch geschafft. Wir sehen uns nämlich beim nächsten Mal wieder. Macht bis dahin also gut und haut rein.